Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und heute gibt es mal wieder ein Saisonspiel. Wir haben ja wirklich die letzten Folgen Pokal und Pokal und Pokal gespielt, also immer wieder zwischendrin auch ein Teambuilding mit dabei. Jetzt gibt es mal wieder Liga 1 Gameplay, upsala, und da habe ich ja letztens mal festgestellt, ey, da muss ich ja hier gegen den Abstieg spielen, dadurch, dass ich jetzt in den ersten 5 Spielen nur 7 Punkte geholt habe. Probieren wir auf jeden Fall und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, sich auch für das Argentinien-Team mal in der Liga zu beweisen. Bis jetzt, Eindruck ist wirklich durchwachsen. War alles dabei, enttäuschende Partien, aber auch teilweise richtig gute Partien. Das Finale jetzt zum Beispiel in der letzten Folge vom Carnival Cup, das war auf jeden Fall sehr ordentlich, wie ich finde. Aber auch natürlich nicht herausragend, das war nur ein 2:0. Diego Melito bis hierhin immer wieder kontinuierlich am Treffen, aber von den Jungs dahinter kommt nicht ganz so viel. Der Gegner hier mit einem Bundesliga-Team hat da Lewandowski und das dürfte der Second in Form sein. Es gibt, glaube ich, schon inzwischen einen Third in Form, oder? Mit 89, also er hat ursprünglich, glaube ich, 86, 87 erster in Form, 88 zweiter in Form und ich glaube, es gibt sogar einen dritten in Form. Ansonsten noch Alaba in Form gehabt und ach, wieder Regen, ey. Ist das nervig. Lewandowski finde ich ja auch in FIFA ein richtig geiler Stürmer. Ich kann mir vorstellen, dass die Informs auch mega abgehen. Und da hätte ich auch mal Bock auf jeden Fall drauf zu spielen. Es gibt aber immer wieder auch Leute, das kann ich mal gerade so nebenbei erwähnen, die schicken mir Nachrichten von wegen hier, ich leide mal gerne den Spieler. Es ist nicht momentan irgendwie nicht so wirklich zwingend notwendig. Ich mache irgendwie so in mein Ding. Oh. Kommt er vielleicht? Ja. Ich mache so mein Ding, spiele mit den Spielern, die ich mir leisten kann und probiere halt immer wieder so gewisse Steigerungen reinzuholen und irgendwann kann ich mir halt vorstellen, dass mal ich dann auch Spenden annehme oder, also ich weiß, dass wenn ihr mir Spieler leihen wollt, dass das keine Spende ist, aber dass ich dann wirklich da auch drauf gehe, wirklich mit deutlich, deutlich besseren Spielern zu spielen, die ich mir auf keinen Fall irgendwann so leisten könnte, wenn ich jetzt hier so weitermache. Auch immer wieder mal Nachrichten, ich soll doch anfangen zu traden. Es macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ich habe früher getradet, in früheren FIFA Ultimate Team Teilen, erwähne ich auch immer mal ab und zu. Hey. Handanovic, sehr schön gehalten. Habe ich immer wieder mal getradet und hatte mir dann richtig gute Teams auch leisten können. Also ich habe mal bei eBay auch ein Team mit Messi und Ronaldo verkauft. Aber es macht mir nicht mehr so viel Spaß. Das ist ein komischer Ball, den ich da spiele. Könnte aber noch ganz interessant werden, wenn er jetzt einen Fehler macht. Ha! Drauf spekulieren können, dass er da reingeht in den Pass, aber... Und das letzte Mal habe ich, glaube ich, gegen Alaba gespielt. Da habe ich schon gesagt, ey, das ist so auch so ein Typ, den finde ich richtig stark. Und der hat jetzt sogar noch den Inform. So. Schöner Ball, aber da ist noch ein Gegner sogar. Sieht man selten. Auf Palacio jetzt. Ah, komm, halten drinne. Ja. Auf Lavezzi zurück. Diego Melito jetzt hier mit dem Ball. Schuss, Täuschung kann ich leider nicht ansetzen, weil Dante davor dazwischen ist. Oh, da wird aber hier der Costa ganz schön bearbeitet. Bin gespannt, ob das eine Position ist, von der ich auch einen versenken kann, einen Freistoß. Ist ein bisschen weit außen, aber es könnte interessant werden. Wir holen mal auf jeden Fall einen zweiten Spieler. Damit er die Mauer nicht allzu sehr bewegt. Könnte interessant werden. Oh, an die Latte gesetzt. Eieiei. Schade, ein Ticken zu fest aufgeladen. Aber um die Mauer herum habe ich ihn gut bekommen. Schade, das hätte natürlich ein Ding werden können. Oh, leider eben gerade einen Haken zu viel gemacht. Und dann kriege ich da... Da ist kein Spieler, der diesen Ball, der ins Niemandsland geschlagen wurde, irgendwie aufnehmen hätte können. Schade. Ach, Mist. Dass so ein Freischuss an die Unterkante der Latte geht, ne? Mensch, was hätte ich mich gefreut, wenn der eingeschlagen wäre. Das könnt ihr aber glauben. Nee, aber ich halte ihn drinne. Oh,
Und dann der Ball hier fast dreimal im Aus. Aber kein einziges Mal dann letztendlich wirklich über die Linie gegangen. Sehr schön. Nehmen wir jetzt hier ab. Oh. Den Ball leider nicht verteilt. Bis hierhin muss ich sagen, bin ich mit meiner Offensive überhaupt gar nicht zufrieden. Jetzt aber vielleicht. Jetzt läuft der Lavezzi außen durch. Sehr schön. Und den knallen wir einfach mal ins lange Eck. So, zack. Aber ist er noch da? Und dann Tino hier mit irgendwie einem Kopfball, der kein richtiger Kopfball aufs Tor war. Warum gerade Lavezzi flach geschossen hat, weiß ich leider nicht. Ich habe eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgeladen. Oh, das ist ein Move, der ist gefährlich. Und dann Diego Milito kann den Ball erobern, kriegt er ihn nochmal. Ach, also wirklich jetzt immer ganz hauchdünn vor den entscheidenden 1:1 Situationen gegen den Torhüter. Aber nie der Durchbruch hundertprozentig gelungen. Der Gegner geht hier sehr viel Risiko teilweise in den Dribblings. Ich denke halt einen Schritt weiter gerade. Zum Beispiel die Sache mit Schweinsteiger, da hat er halt gedacht, gut, er rechnet nicht damit, dass ich so dribbel, aber ich habe damit gerechnet. Und dann kann ich da sehr stark den Ball rausspielen mit der Grätsche. Und das ist halt immer so das Ding. Verteidigen hat viel damit zu tun, dass man eine Ahnung hat, was der Gegner gerade denkt und was der sieht und was er machen möchte. Immer hier steil auf Diego Milito. Kommt er daran? Er kommt daran. Wird nur kurz behindert. Und jetzt der Ball zurück auf Adler. Und dann Diego Milito aus dem spitzen Winkel. Und dann gibt es die Ecke. Ei, da hätte ich vielleicht nochmal zurückspielen können auf die heranstürmenden Spieler. Aber aus dem Winkel mit Adler davor wird es schwer. Vielleicht muss ich auch noch mal ein bisschen irgendwie tricksen oder so, um den Torhüter wirklich komplett auszuspielen. Interessante Situation auf jeden Fall. Oh, da ist Diego Milito, aber er setzt sich nicht durch. Kommt irgendwie nicht ran. Und man macht dann den Trickpass. So, so. Mit Robben kann er natürlich jetzt einfach mal probieren durchzulaufen. Probiert er auch. Gelingt auch einfach, weil ich überhaupt das ganz schlecht verteidigt habe. Aber die Flanke ist dann eine mittlere Katastrophe. Der Nachschuss aber kommt zu ihm und dann Handanovic wird geprüft. Mei, oh mei. Das war unnötig gefährlich. Erst das Dribbling mit Robben. Sehr schlecht verteidigt. Und dann oh. Wenn er das Kopfballduell gewinnt, ist es ein Treffer. Oh, Diego Milito. Dafür habe ich kein Verständnis. Schaut euch nochmal seinen Laufweg an. Er läuft da eigentlich sehr schön und dann irgendwann wird er ganz kurz langsamer. Und ich verstehe es nicht. Wieso? Die Maria mit einem schönen zweifachen L2-R2-Dribbling. Aber es hat dann nicht dazu geführt, dass ich wirklich durchkomme. Von daher war es dann auch vergebene Mühe. Oh, schade. Den Ball rausspielen so, dass ich ihn behalte und nicht ins Aus geht. Das wäre wichtig gewesen. Sehr gut. Eine kurze Einlage, sodass ich dann den Ball erobern kann. Das muss man nicht machen. Genauso wie dem Gegner den Ball zu spielen. Aber er hat jetzt quasi auch an Danovic wieder den Ball zurückgespielt. Mit einem sehr unplatzierten Schuss. Von Zarate bis hier noch gar nichts zu sehen. Vielleicht jetzt. Ja, schön. Setzt da ein bisschen das Tempo besser um als Dante. Was nicht verwunderlich ist, aber Dante ist einfach mal deutlich stärker. Hat man sehr schön gesehen, wie er sich vorhin gezwängt hat. Und dann macht er hier was ganz Kurioses. Klärt zum Einwurf in der Offensive. Für mich jetzt quasi. Krieg aber keinen angeworfen oder eingeworfen hier. Oh, schön, mal einen umgehauen. Ja. Du bist ein Experte. Lässt den Ball auf sich zu tippeln und lässt ihn einfach ins Auslaufen, weil er sich ins Ausstellt. Unglaublich, oder? Also dafür hat man kein Verständnis. Der nächste Schuss. Der war ein bisschen gefährlicher. Oh, ich glaube, ich kann einfach raushauen. Schiedsrichter wird eher abpfeifen. Oder auch nicht. Doch, jetzt. So, eine durchwachsene erste Halbzeit. Ich denke, ich habe die zwingenderen Chancen, aber der Gegner hat auch gute Schusssituationen gehabt. Und daher wäre hier auch eine 0:1 Rückstand denkbar. Mit dem 0:0, ja, ist keiner so recht zufrieden.
vielleicht aber doch, weil beide hätten auch zurückliegen können. Also, ach du Scheiße, ist das ausgeglichen. Aber ich denke, ich hatte ein leichtes Chancenplus. Also, ich hatte die gefährlicheren Chancen, wenn es auch nur marginal ist. Aber das müssen wir jetzt ändern. Wir müssen aus marginal signifikant machen. Also, dass wir dann hier auch jetzt in der zweiten Halbzeit das Spiel deutlich besser bestimmen werden, das wäre das Ziel. Gegner lässt ein bisschen die Uhr runterlaufen, vielleicht stellt er was um, bringt nochmal irgendwelche Granaten, die er auf der Bank hat, um das Ruder auf seiner Seite zu reißen. Schauen wir mal, ob irgendwelche Wechsel stattfinden werden. Nö. Gut. Hat er vielleicht nochmal einen Schluck getrunken? Ach, ist das schlecht. Da kurz noch am Boateng vorbeisetzen und dahinter kam jetzt irgendein Spieler mitgelaufen, der hatte richtig Tempo drauf. Den dann einfach weiterspielen mit Dreieck und ich bin durch und habe eine 1 gegen 1 Situation gegen den Torhüter. Das war ganz, ganz knapp. Aber jetzt wird es hier gerade verdichtet, das da sehr gut im Mittelfeld, wo ich dann irgendwie vergeblich probiere zu kombinieren. Reus legt sich hier affenkrass den Ball vor und dann Lewandowski kommt da fast zum Kopfball zum 1:0 und den rausspielen. Sehr schön. Und jetzt, ach, was ist das denn bitte für ein Pass, Diego Milito? Willst du mich veräppeln? Schön. Machen wir einen Doppelpass vielleicht? Oh, ja. Zarate. Oh, Alaba spielt da krass den Ball raus. Wichtig auch hier. Ansonsten, wenn ich da Alaba im 1 gegen 1 ausspiele. Und jetzt gibt's da einen Foul. Für was denn bitte? Was denn? Was? Was ist denn hier passiert? Ich berühre ihn noch gar nicht. Jo, das war ganz schön interessant, den Ball anzunehmen. Komm, Palacio. Palacio! Der ist, weiß ich nicht, ob er im Abseits ist. Er ist im Abseits und da hat er echt, boah, gerade so den Pass verhindern können. Und diese halbe Sekunde oder sowas, die war hier entscheidend. Weil ansonsten wäre Palacio nicht im Abseits gewesen. Gut. Oh Gott, was für eine schlechte Idee, da auf Zarate zu passen. Jetzt auf Zarate passen ist eine viel, viel bessere Idee. Und da setzt er sich auch durch. Nicht ganz. Oh Gott. Durch das. Zarate hat sich so doof den Ball mit dem Dribbling vorgelegt, dass das Timing für meine Tricks komplett ruiniert war. Und ich wollte nämlich eigentlich zwei Ballkontakte vorher Übersteiger in die Mitte machen. Und dann Alaba aussteigen lassen und den Abschluss haben. Dadurch, dass er sich ganz, ganz kurios den Ball vorlegt, ist da das Timing komplett ruiniert und nichts passiert. Oder es kommt deutlich zu spät. Oh, das war eine gute Situation. Müssen wir ihn heute rausholen. Uiuiui, Handanovic. Was machst du da? Gut, gibt zumindest einen Abschluss. Nichts passiert. Ja. Gut. Mhm. Toller Ball, den ich da spiele. Richtig toll. Komm. Ja. Oh. Eigentlich keine gute Idee. Funktioniert auch nicht. Nur wenn ich ihn richtig unter Druck setzen kann, dann. Das ist echt ein sau enges Spiel. Och, das.
Es kann sich keiner so einen wirklichen Vorteil erarbeiten. Hui. Bin schon immer wagemutig. Jetzt weiter. Komm, Palacio, lauf einfach mal durch. Ah, ist aber auch ein scheiß Pass gewesen. Oh. Oh, da mache ich zu viel. Tram, Taram. Lavezzi. Och, legt sich auch wieder so weit den Ball vor. Oh, das war eine gute Situation. Zweimal mit Palacio, einmal mit Lavezzi. Oh, interessant. Das ist auch auf jeden Fall eine ganze Lösung, das so zu machen. Oh. Komm, Palacio, zieh einfach mal durch. Was hat er denn für schnelle Spieler? Pischig ist das, ne? Okay. Was für eine Bananenflanke. Und Bananenflanke jetzt nicht mehr gut, sondern schlecht. Oh, kriegt er. Nein, ei, das hätte sein können in der 82. Minute, das 1:0 von Reus. War schön gespielt. Sehr schön gespielt. Hat er Pech, dass das kein Tor wird. Oh Mann, wir steuern hier auf eine 0:0 zu. Aber ich finde, das war kein typisches 0:0 Spiel. Also, gute Chancen auf beiden Seiten. Starke Ballverarbeitung hier von dem Typen da. Ich weiß nicht, wer es ist, aber richtig stark. Der nächste Schuss. Komm, ja. Einfach mal stumpf den Doppelpass angesetzt, obwohl ich eigentlich so klar an dem Passweg drin war. Ei, starker Flankenwechsel auch hier. So, da hat er mal gerade komplett die falsche Bewegung angesetzt in der Verteidigung. Jetzt ist Palacio hier auf den Außen durch. Boah, was ist das denn für eine Grätsche, ey? Flanke auf Diego Milito. Da ist er und er kommt ran und macht das 1:0 in der 88. Alter, habe ich da einen Dusel. Da setze ich mich ganz kurios mit Palacio durch. Die Flanke kommt dann perfekt. Diego Milito steigt hoch, setzt das Ding an den Innenpfosten und rein. Und so in der letzten Minute hier vielleicht die Entscheidung. Er probiert den Anstoßtrick, der komplett missratet. Aber er kommt trotzdem bei Mkhitaryan an. Also, das war interessant, dass er so durchkommt. Aber, oh, scheiße. Ach komm, das ist doch lächerlich. Ich wollte das Replay wegdrücken, weil es nicht direkt weggegangen ist. Und dann ist es weg und ich spiele den Ball so raus. Es ist doch... Ich habe keine Ahnung, was sich die Entwickler von dabei gedacht haben. Und was ist er denn wieder für ein Typ, dass er das laufen lässt? Es ist doch so offensichtlich. Ach komm. Sei stolz auf diesen Treffer, Junge. Sei richtig stolz darauf. Ich sag dazu gar nichts. Komm. Shit, er hätte sich fast durchgesetzt. Er wäre fast rangekommen und das wäre so verdient gewesen. Meine Güte, was ist das für ein Unschien, oder? Da fallen 88 Minuten keine Treffer. Dann mache ich das 1:0 mit Diego Milito. Und dann, weil die Entwickler in der Meinung sind, hey, wir nehmen diese Sperre raus, warum auch immer, kassiere ich da den Ausgleichstreffer. Weil ich ein Replay wegdrücken möchte. Das ist doch nicht gerecht. Das Unentschieden geht vielleicht in Ordnung von der spielerischen Leistung her, aber wie dann konkret der Spielverlauf im Endeffekt ist, ist es eigentlich nicht notwendig. Gut. Ein Punkt gewonnen. Das bedeutet im Endeffekt, nichts gewonnen, nichts verloren, weil ich stehe jetzt, glaube ich, bei 8 Punkten. Das bedeutet, ich muss jetzt aus 4 Spielen 2 Siege holen und dann habe ich einfach den Klassenerhalt, aber
Es könnten eigentlich auch schon 10 Punkte sein. Aber dann bräuchte ich auch trotzdem einen Unentschieden und einen Sieg. Also wäre natürlich entspannter mit einem Sieg jetzt hier schon zu haben. Und ich denke, der war drinne, wenn man in der 89. führt und einen Abschluss hat, wird man häufiger gewinnen als Unentschieden spielen. Naja, ich möchte mich nicht allzu sehr drüber aufregen. Das soll's für heute gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Come on. Come on. Come on. Come on!